Und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Heute ist Mittwoch und ich habe hier gerade irgendwo eine Flusel verloren. Ich habe gerade eine Spielflusel und jetzt habe ich die verloren. Das ist doof. Naja, so ist es eben. Ja, gut, heute ist Mittwoch und heute ist vor allem, ja, endlich Faschingsende. Und sei es, dass ich jetzt, theoretisch wieder raus könnte. Gut, ich möchte heute euch etwas erzählen, was ich so an mir gerade die letzten Tage so bemerkt habe und was bei mir gerade so, ja, in meiner Gedankenwelt vor sich ging. Als erstes mal entschuldigt, falls meine Haare irgendwie komisch liegen, aber wir sind frisch gewaschen und dann tun sie, was sie wollen. Die sind dann nicht sehr nett zu mir. Ja. Auf jeden Fall ist es so, das sage ich schon seit Jahren, sagt meine Mom, für mich ist es jedes Mal so, als wäre es das allererste Mal und als ob das noch nie zuvor vorgekommen wäre. Und zwar, mir fällt es gerade unglaublich schwer, der Gedanke wieder vor die Tür zu gehen. Also ich weiß, dass ich das sollte. Und ich weiß vor allem auch, dass ich, je länger ich warte, je schwerer wird es. Also dieses, wenn ich heute nicht rausgehe und dann doch wieder nochmal ein Stückchen schiebe, dann wird es noch ein Stückchen schwerer und dann wirkt es noch angsteinflößender. Und ja, was mich sehr überrascht hat und verwundert, so das wollte ich sagen, ist, dass ich eigentlich angenommen habe, dass ich das erst nach so 2 Wochen habe, aber anscheinend funktioniert es auch schon nach einer Woche nicht rausgehen, wie ich jetzt heute weiß. Ich weiß, dass ich morgen und übermorgen 2 sehr wichtige Termine habe und dass ich am besten rausgehen sollte, aber ich weiß auch, dass ich mir schon 1000 Ausreden parat gelegt habe, warum ich nicht rausgehen sollte oder warum ich nicht rausgehen möchte. Und das ist für mich gerade unglaublich angsteinflößend wirkt, so dieser Gedanke, dass ich 2 Tage, also dass ich erst mal raus soll. Und dann gleich noch zwar am nächsten Tag nochmal. Und dass ich da echt am Überlegen bin, was ich jetzt mache. Also ich habe ja ursprünglich schon so meiner Mutter gesagt, wenn ich könnte, würde ich schon am Dienstag rausgehen mit dir, damit ich diese Angst wenigstens los bin und damit es dann leichter wird. Aber dann habe ich wiederum, hat meine Mom gesagt, ja, nur da sind halt noch die Masken unterwegs. Dann heute sind jetzt keine Masken mehr unterwegs und ich sollte jetzt, habe mir dann einfach auch vorgenommen, gut, dann versuche ich es heute. Hat jetzt nicht so funktioniert, nicht ganz so. Und ja, dann habe ich jetzt morgen auf jeden Fall einen Termin, den ich gerne wahrnehmen möchte, weil ich einfach, ich auch schon mich darauf freue und weil ich das wirklich gerne zum Bett gehe, einfach ist einfach, wie es ist. Aber auch wenn nur, ich weiß, dass es nicht viel ist, weil wenn ich immer, wenn ich zum Bett gehe, ist es bis zum Auto, dann aus der Garage und dann zum Bett. Also es ist nicht jetzt gerade so, dass ich einen Marathon laufen sollte, und dass ich einen Marathon habe, aber ich habe einfach unglaublich, unglaublich Angst davor rauszugehen. Und zwar wegen all den Leuten, den Eindrücken, den Gerüchen, dem Ganzen da draußen. Und ich, ja, und ich weiß nicht so genau, was ich machen kann, damit es aufhört. Ich weiß, dass ich für mich weiß, dass ich, wenn ich es noch länger aufschiebe, dass es noch schwerer wird. Weil mit jedem Tag, den man dann schiebt, wenn man schon merkt, dass man des Nachts da sitzt und zur Mutter sagt, ich kann das nicht, dann sollte man eigentlich schon am Punkt sein, wo man sagt, okay, jetzt sollte ich raus, damit ich diesen Mut finde, dass ich rausgehe. Oh, gut. funktioniert so nicht. Ja, und dann andererseits denke ich mir dann auch wieder, ja, ich kann mir nicht noch einen ganzen Tag mit Videos auf YouTube verbringen. Das funktioniert einfach nicht. Und ich kriege ja auch schon langsam so dieses, ich habe ja auch schon selbst den totalen Budenkoller und könnte an den Wänden hochgehen. Nee, eigentlich könnte ich das nicht, aber wenn ich Spider-Man wäre, könnte ich es.
Das wäre cool. Ja. Ja, das wäre schon praktisch. Andererseits, wenn ich das könnte, wüsste ich genau, dass meine Mutter mindestens einmal im Monat zu mir käme und sagen würde, es wird Zeit, die Decke abzustauben. Darauf hätte ich auch keine Lust. Also doch nicht so cool. Ja. Wenn man sich über solche Gedanken, über solche Sachen Gedanken macht, weiß man ganz genau, man hat eindeutig zu viel Zeit übrig. Ja. Und ja, ich weiß, dass ich es bisher war es meistens so, dass es immer für mich irgendwann diesen Punkt gab, wo ich mir dann selbst irgendwas gesucht habe, was mir so wichtig war, dass ich dann raus musste. Sowas wie, mein Hase hat kein Futter mehr. Also muss ich raus, damit der Hase Futter kriegt. Sowas wie, ich brauche eine Butter zum Backen. Oder sowas wie, ich brauche das und das. Oder sowas wie, heute ist der große Erscheinungstermin von irgendeinem blöden Spiel, das ich dann am Ende eh meistens nicht wirklich lang gespielt habe. Aber es ging dann nur darum, einen Grund zu haben, für mich rauszugehen. Aber es ist ja so, dass man in dem Moment, wo man sich drüber nachdenkt, erstmal so viele Gedanken macht und so viele Sorgen, dass einem, egal welchen Grund man sich selbst auch nennt, es nicht wirklich funktioniert, diese Motivation. Das ist so. Ich habe zu meiner Mutter gesagt, ich habe eine innere Pro-Kontra-Liste. Und dann hat meine Mutter gesagt, die hätte es mir auch sparen können, wenn die wahrscheinlich, weil ich so Angst davor habe, rauszugehen, wahrscheinlich nur Kontra wäre. Und ja, sie hatte recht, es war wirklich nur Kontra. Es war wirklich nur so Argumente für, warum sollte ich eigentlich nicht rausgehen? Warum könnte ich auch einfach drinnen bleiben? Ja, im Hintergrund seht ihr übrigens genau dort mein DS-Ladekabel. Ich habe gerade wieder angefangen mit Harvest Moon. Naja, schon ein bisschen her, aber ich bin gerade furchtbar süchtig nach dem Spiel. Und ja, jetzt ist mein DS eigentlich praktisch immer jeden Tag leer. Und dann brauche ich das Kabel, um ihn wieder aufzuladen. Gut, hätten wir das ein Teil auch abgeklärt. Ja, auf jeden Fall finde ich es für mich persönlich immer unglaublich schwierig, dann diesen Punkt zu finden, wann sage ich ja, ich gehe wieder raus und wann sage ich nein, ich schiebe es noch ein bisschen. Ich weiß, wenn der Gedanke rauszugehen so schlimm ist, dass man wortwörtlich halbe Panikattacken kriegt, dann sollte man anfangen zu überlegen, doch wieder rauszugehen. Wenn es noch nicht so schlimm ist, haben wir schieben. Man kann es schieben. Ja, jetzt noch so ein paar Tipps, was ich mache oder wie ich es versuche zu machen, wenn ich dann doch raus muss. Also entweder ich suche mir etwas, was mir wirklich so wichtig ist in dem Moment oder so wichtig erscheint, dass ich einfach sage, okay, dann muss ich jetzt rausgehen. Oder ich suche mir Verstärkung, also von Mom, Dad und gehe dann mit denen raus. Dann meistens ist es so, dass ich sehr langsame Tibbelschrittchen mache. So tibbel, 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 tibbel. Sowas wie zum Beispiel, dass sie erstmal bloß bis vor die Tür gehen. Dann zum Beispiel, dass sie einfach mal die Straße entlang gehen, um einfach wieder mich dran zu gewöhnen, da draußen zu sein. Weil es einfach, auch wenn es sich komisch anhört für jemanden, der es nicht kennt, aber weil es eben immer schwer ist, irgendwie rauszugehen. Und dann kann es manchmal helfen, langsame Schritte zu tun. Und dann vor allem, was mir auch immer wichtig ist, ist, wenn ich weiß, dass ich rausgehe, dass ich dann den Tag darauf oder so auf jeden Fall einen Erholungstag habe, dass ich dann ja mal schauen kann, wie ich mit den Eindrücken umgehe und damit ich dann für mich einfach das dann ein bisschen ein ruhigeres Ding wird und dass ich nicht die ganze Zeit so ja panisch bin. Ja. Ich überlege mir gerade, ob ich Babette anrufe morgen, also direkt, ja. Aber ich sie doch nicht schon heute anrufe und sie frage, ob wir den Termin auf heute verschieben, damit ich dieses Rausgehen hinter mir habe und damit ich vielleicht doch etwas leichter habe. Und dann wäre es auch besser mit dem Termin vom nächsten Tag, weil den könnte ich ja, dann hätte ich einen Tag dazwischen Ruhe. Ich überlege es mir mal. Ich schreibe euch auf jeden Fall, wie es dann ausgegangen ist, vielleicht. Wahrscheinlich vergesse ich es also. Es tut mir leid. Ich bin da immer so ganz groß darin zu sagen, ich schreibe jemandem was, aber dann vergesse ich es in 99% der Fälle. Also lasse ich das gleich. Ja, ich habe euch da leider Gottes auch nicht wirklich die super Tipps, außer den einen Tipp, dass es halt mit jedem Tag, wo man wartet, eher schlimmer wird als besser.
Und dass es dann dieser einen einzigen Sache wirklich ein Punkt ist, wo man sagen sollte, ja, ich fange jetzt einfach mal wieder an und muss da irgendwo wieder einen Anfang für mich finden. Ja, gut. Das war eigentlich alles, was ich euch erzählen wollte. Und jetzt habe ich zu tief eingeatmet. Oh, gut. Vielleicht sollte ich doch überlegen, ob ich mir eine radioaktive Spinne suche und mich beißen lasse, damit ich die Decken abstauben kann. Oh, ist das toll. Jetzt überlege ich mir, wo wir in meinem Zimmer Spinnen sind. Okay, an diesem Punkt wollte ich jetzt Schluss machen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr das kennt. Vor allem, was ich für mich kenne, ist, dass ich in dieser Zeit dann immer total Pillepalle bin. Und vielleicht merkt man es gerade. Ihr könnt mir auch gerne an Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readme@outlook.com. Wir sehen uns am Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine tolle Zeit. Bis bald. Ciao.